zusammen. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe ein Päckchen bekommen. Von einer ziemlich verrückten, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Weil, also ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Ja. Irgendwie ist das auch mein Weihnachts-, Hochzeits- und Geburtstagsgeschenk in einem. Und sie weiß das schon, dass sie verrückt ist, deswegen. Ich möchte es auf jeden Fall auspacken, weil ich habe das auch noch nicht aufgemacht. Also, das steht jetzt hier schon seit Montag. Heute haben wir Mittwoch. Und durch die ganze Sache mit der Hochzeit habe ich nicht so viel Zeit stellenweise. Und deswegen, ja, ist es so eine Sache mit der Tageslichtausnutzung, wenn ich ehrlich bin. Und ich wollte das nicht im Dunkeln filmen. Und ja, ihr seht jetzt also, was ich sehe. Ich nehme den aber, ich glaube, vom Tisch. Der ist ja wirklich voll bis oben hin. Entschuldigung, aber ich muss es euch doch nochmal ins Bild halten, weil die Dinger sind alle beschriftet. ja, also wir haben hier eine 11. Wir machen es doch irgendwie zusammen und ich habe hier gerade ein bisschen Platzprobleme. Wir haben hier eine 13. Und soweit ich das verstanden habe, soll ich das nummeriert auspacken. Die 7. Das ist nicht beschriftet. Also, ne? So heißt sie. und ehrlich gesagt, bin ich jetzt gerade ein bisschen aufgeregt. Das ist die 9. 7, 9, 11, 13. Okay, bis jetzt habe ich nur ungerade Zahlen gehabt. 8. Achtung. Okay. Achtung hat keine Nummer. Das ist die 8. Wartet mal ganz kurz. 7, 8, 9. Also, ne, holt euch einen Kaffee. Kann hier ein bisschen länger dauern. Alter. Das ist Kaubonbon. Oh, ich liebe Kaubonbon. Sauer. Sauer macht lustig. Das wird witzig. Dann haben wir die 10. So, 10, 11, genau. So, dann haben wir hier noch die 12, das passt, weil dann liegt nämlich auch die 13 da noch. 12, 13. Die 3. Alter, ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Und ich sage euch, das hättet ihr auch. Klein, aber oho. Das gucken wir mit als erstes rein, weil das ist nicht nummeriert. Oh, das ist ja schön. Schaut mal. Das sieht so nach Hochzeit aus. Und da ist auch noch ein Zettelchen dran. Das hat aber auch keine Nummer. Also ja. Zum Testen. Das hat auch keine Nummer. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich habe noch nie so ein großes Päckchen gekriegt. Nee. Ich kriege jetzt gerade hier ein bisschen weiche Knie, muss ich sagen. Und wenn ich, das hatte ich auch noch nie. Das ist auch in diesem wunderschönen Papier. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe hier auf meinem Kanal, aber ich heirate dieses Jahr noch. Und sie weiß das auch. Und es ging darum, dass ich für meine Hochzeit spare und mir deshalb nicht so viel Sachen kaufe zum Basteln. Und nein, das war keine Aufforderung, in gar keinster Weise. Ich habe nie irgendwas gesagt, weil es mir trotzdem an nichts fehlt. Ja, also ich kaufe nicht so viel zum Basteln, mir fehlt's auch an nichts. Ich habe alles, wir sind alle gesund und das ist das Wichtigste. Und sie hat aber, ich habe ja wirklich versucht, ihr das auszureden, und sie hat da wirklich drauf bestanden. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eine Pause brauche, weil ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Das ist ja wirklich echt viel. Also passt mal auf. Ich fange mich jetzt hier mal ein bisschen wieder auf. Ich bin jetzt ja gerade ein bisschen überwältigt. Also, ich habe jetzt auch alles so schön eingepackt. Ne? Wirklich richtig viel Mühe hat sie sich da gegeben. Und ich weiß hier gerade gar nicht, was ich machen soll. Aber ich glaube, ich mache das. Sie hat mir auf jeden Fall viel Spaß gewünscht. Ich glaube, ich packe das jetzt zuerst aus. Also, wie gesagt, ich mache mir gerade übrigens auch einen Kaffee. Falls ihr meine Kaffeemaschine hört, ich mache mir gerade den Kaffee. Oh,
drin. Ja. Das ist wirklich so was Kleines in so einem großen Brief. Entschuldigung, ich habe ihn nicht anders aufgeregt, ne? Also, mache eigentlich nicht so viel kaputt, aber ich habe ihn nicht anders aufgeregt. Okay, das ist die Karte. Oh, wie schön. Ja. Ja, ich freue mich auch. Wirklich. Also, so jemand irren habe ich auch. Ne, also in dem Moment ist das irre wirklich nicht böse gemeint. Es ist einfach nur meine Art auszudrücken, wie irre ich das finde, dass sie für mich mit eingekauft hat. Das ist für mich einfach irre. Und ich kann das nie im Leben zurückgeben. Nie. Na, also, ja. Daran denke ich nämlich als erstes, ehrlich gesagt. Den Menschen das zurückzugeben, was ich bekommen habe. Aber wir machen jetzt mal weiter. Wir sind jetzt ganz tapfer und machen jetzt einfach mal weiter. Ich finde es nämlich gerade auch total spannend, das aufzumachen. Aber sie hat es mir zugegeben, das ist auch gut. Oh, deswegen Achtung. Okay. Oder kann ich mir einen kippen? Das ist super. Das brauche ich jetzt gleich. Das war ein Spaß. Ich sage, da kann ich mir jetzt gleich einen kippen. Ich mag nämlich SheWorld auch ganz gerne. Und ja, das ist ein kleines Schnapsglas. Das finde ich echt schön. Steht, wie schön, dass es dich gibt. Schön. Das SheWorld ist ja, ohne dich ist alles doof, ne? Das ist ja SheWorld, ne? Es gibt ja schon, weiß ich nicht, wie viele, 30.000 Jahre, das stimmt jetzt vielleicht auch nicht. Aber so gute 20 Jahre gibt es das bestimmt. Also vielen, vielen lieben Dank. Das hätte schon gereicht. Sind wir jetzt fertig? Gut. Ich möchte bitte nach Hause. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich glaube aber, hier ist ein Stempelkissen drin. Wir hatten uns mal darüber unterhalten, dass es ein Stempelkissen gibt, worauf sie schwört. Und ich glaube, davon hat sie mir eins mitgeschickt. Das habe ich nämlich nicht. Nee, das habe ich wirklich nicht. Das ist Dazon Pigment. Und ehrlich gesagt kenne ich das auch gar nicht. Solche Sachen habe ich immer bloß in der Schweiz gekauft. Ich weiß nicht. Aber das kenne ich wirklich nicht. Das muss ich auf jeden Fall mal testen. Ich nehme jetzt auch an, dass es ja Stayson ist. Da kann man ja bestimmt auch wieder auf Glas, Schrumpffolie und sowas stempeln. Ne? Also, sehr cool. Zum Testen. Da ist irgendein Stift drin. Also, glaube ich. Kann natürlich auch ein Kleber sein oder so. Es gibt ja so Sachen, worauf andere schwören, die dann sagen, okay, schick dir das mit und du kannst das ausprobieren. Ja, du wirst aber nicht glauben, ich kenne den. Also ich hatte den schon mal und der ist gut. Der ist wirklich gut. Ich habe den gemocht. Warum ich ihn denn nachgekauft habe, kann ich euch jetzt gerade auch nicht sagen. Ich hoffe übrigens, es nimmt alles auf, was ich so von mir gebe. Den hatte ich schon mal. Und der ist gut. Ja, ist wirklich gut. Aber ich muss ja, wenn ich ehrlich bin, muss ich ja sagen, ich bin da jetzt hier sehr, sehr gespannt drauf. Weil das schon so hochzeitsmäßig eingepackt ist. Oder lasse ich das? Eigentlich möchte ich es gar nicht aufmachen. Nicht das jetzt hier, nicht, dass ich das kaputt mache. Aber das Papier, wo hast du das Papier? Das ist nämlich echt schön. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob ich die ganzen Zettelbotschaften vorlesen darf. Ich habe nämlich vorne gefragt. Also hier steht auf jeden Fall, ich denke mal, das ist unverfänglich. Liebe Lisa, zur Hochzeit bekommst du von mir dieses Geschenk. Ich hoffe, es gefällt dir. Elena. Okay. Aber ich finde das, also, ich finde das schon so schön eingepackt. Ich finde auch den Spruch echt schön. Der Spruch gefällt mir. Und wenn wir jetzt das noch abkriegen, ohne dass wir das Band kaputt machen, ich glaube, das Problem ist abziehen. So. Das ist aber auch spannend heute, ne? Aber ich habe mir ja extra Zeit genommen, damit ich das in Ruhe machen kann. Ich habe natürlich ein kleines Problem, dass es dunkel wird. Aber wir schaffen das. Ja, wenn es dunkel wird, mache ich morgen in Helligkeit weiter. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, ich habe ein Zeitproblem. Also es tut mir wirklich leid, aber ich will es manchmal wohnen so richtig. Willst aber unbedingt nicht kaputt machen, ne? Merkt ihr. Habt ihr gesehen, ja? Das macht ganz immer vielleicht noch nichts. Aber das Band ist ganz. Immerhin, guckt, das Band ganz abgekriegt. Cool, ne?
Also wie gesagt, ich hab wohl noch nie so viel geschickt gekriegt. Ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht erinnern. Ich mache jetzt schon, mache ja keine Tauschpost mehr, ne? Oder so. Ü-Post, ja. Tauschpost, nein. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich, obwohl einmal habe ich ein riesen Weihnachtspaket gekriegt. Und das war echt schön. Das habe ich mich wirklich gefreut. Das kam in die Schweiz, das Paket. Da hat die Frau aus Deutschland, die hat den teuren Schweizer Versand für dieses Riesenpaket bezahlt. Da hatte ich wirklich ohne schlechtes Gewissen, das muss man ehrlich sagen. Da war ein Adventskalender drin. Also, die Frau, die habe ich auch, also, ne? Nein, ich mache das nicht, weil ich irgendwas wiederhaben will oder so. Also, ne? Bei Tauschen oder Ü-Post geht es auch nicht darum, dass man was zurückgeben muss. Das ist schon richtig, aber mein innerer Monk sagt das, dass ich das zurückgeben möchte, was ich selber gebe. Also, ne? Ich gebe eigentlich gerne lieber selber das. Und ich nehme eigentlich nicht gerne, bin ich ganz ehrlich. Nehmen ist nur so mein Ding. Ich gebe lieber. Weil, ich weiß nicht. Ich freue mich immer, wenn andere sich freuen. Ich war noch nie in der Position, dass ich mich jetzt selber freue. So. Ach, ich weiß auch nicht. Ich laber hier einen Rhabarber zusammen, ne? Und versuche irgendwie das Papier irgendwie ganz zu lassen, Leute. Nee! Nee, das hast du nie gemacht. Ach du Scheiße. Oh nee, und das ist das Erste. Ich hab Angst. Ich habe ja gesagt, ich habe Angst. Ich wusste, Leute, ich wusste, warum ich Angst habe. Ich habe das nämlich vergessen. Ich glaube, sie hat das gesagt. Ich fand das ja so schön. Ihr habt die Stanzen bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Ihr habt die Stanzen bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Ich habe die Holzscheibe mit diesen Buchstaben. Ey, die haben da bestimmt 40 Euro gekostet oder so. Boah, Alter. Ist doch nicht dein Ernst. Ich hab, ja. Also, versteht mich nicht falsch. Ich freue mich hier wie ein Schneekönig, aber es ist doch nicht wahr. Ich weiß. Oh um Gottes Willen. Darf ich hier reingucken? Ja, bestimmt, das ist auch mein Sitz. Ihr müsstet euch das mal so vorstellen. Eigentlich, wir kennen uns ja eigentlich gar nicht. Also, ja, irgendwie, man kennt sich schon, aber man kennt sich ja nicht persönlich. Das wollte ich damit sagen. Ne? Also. Ach Gott. Die sind so schön. Oh, die haben aber so eine coole Verpackung. Das erinnert mich an Stampin' Up, ne, Leute. Die Verpackung ist Stampin' Up, nur ohne Magnetblätter. Aber das ist ja ach so, warte mal. Ich sterbe. Ach du Scheiße. Aber das ist ja sowas von geil. Oh, ist das geil. Ja, jetzt, ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Ich kämpfe aber noch mit mir, dass ich nicht anfange zu weinen. Ich glaube, das wollt ihr nicht. Ich kriege jetzt hier kleinen Nervenzusammenbruch, ehrlich. Leute. Das hätte schon gereicht. Was ist denn los mit dir? Das hätte doch schon gereicht. Oh, Leute. Also, wie. Oh, so schön. Oh. Ich habe das vergessen. Ich bin ehrlich, ich glaube, sie hat das irgendwann mal erwähnt. Oder ich habe das irgendwann mal zu ihr gesagt, die Stanze ist wahnsinnig schön. Habe auch gefragt, von wem die ist, aber habe sie mir nicht gekauft. Ne? Ich bin dann halt irgendwie so. Boah, krass, ey. Ich will es gar nicht. Oh, nee. Der muss ja dann gleich basteln. Was ist denn los? Scheiße. Ja, wir müssen aber. Entschuldigung, sonst geht das Video hier, wir sind ja 3 Stunden. Das können wir ja auch nicht machen. Gut, dass sie überall Nerven haben drauf geklebt hat. Weil die habe ich bitter nötig. Irre. Ich wusste schon irgendwie, dass du irre bist, aber wie gesagt, ich habe echt Angst. Bitte nicht. Bitte lass es irgendein Stück Schokolade sein oder so. Bitte. Ich habe Angst. Ach du Scheiße. Und hoffentlich sperrt mich YouTube nicht ne, wegen meiner unflätigen Wortwahl, ne? Eine Oberlausitzer, ich rede so. Jetzt klebe ich auch.
Okay, ich muss auch sagen, das habe ich geahnt. Oh, die ist auch so schön. Oh ja, die ist wirklich schön. Über die freue ich mich wahnsinnig. Das ist die Postage-Stanze von Waffelflower, die man ja überall auf Instagram sieht. Man sieht die ja überall. Man kann, eigentlich kommt man an der Stanze gar nicht vorbei. Und ja, die hat sie mir auch mitbestellt. Die war ja auch zwischendurch nicht lieferbar. Die Benachrichtigung, dass sie wieder lieferbar ist, habe ich auch bekommen. Aber es hat auch nicht in mein Budget gepasst, bin ich ganz ehrlich. Gott. Das kannst du doch nicht machen. Ich brauche jetzt hier wirklich gleich Taschentücher. Echt. Das ist unglaublich. Wie kann man? Wie kannst du? Wieso? 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 Es ist. Nee, ich mach das hier eigentlich liegen lassen, weil ich das so schön finde. Also sie hat ja gesagt, sie hat eigentlich nur viel gebastelt, weil sie keine Zeit dazu hatte, mir noch was dazu zu basteln. Ja. Ja. Oh Gott. Ich sterbe. Aber mal. Na, schon Lust drauf. Was stand bei Nummer 1? Stand nicht, aber bloß ein Smiley. Na, schon Lust drauf? Fragezeichen. Okay. Erst die Stanze und dann. Und dann. Okay. Aber die, oh, die werden mir schmecken, du. Die puppel ich mir dann selber da ab. Ja, und das ist quasi der passende Stempel zu dieser Stanze. Dass das aussieht dann am Ende wie eine Postkarte. Ich finde ja die Idee so richtig geil, muss ich sagen. Mir gefällt das auch wahnsinnig gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, ich muss ja ehrlicherweise dazu sagen, von ein, zwei Sachen wusste ich ja schon. Und ich habe aber wirklich gedacht, oder ich habe das dann auch irgendwann, glaube ich, auch gesagt, ich so, das langt jetzt auch. Das kann ich dir nie zurückgeben, nie. Sie weiß das auch. Und trotzdem, jeder andere hätte wahrscheinlich gesagt, nö, schick dir das nicht, weil du kannst mir das ja nicht zurückgeben, eins zu eins. Und sie schickt es trotzdem los. Und dafür, ja, so süß, steht hier auf der 3. Ich bin ja, das Papier ist übrigens auch wahnsinnig schön. Das sind auch so, so gesetztes mit Türkis drin. Ja, ihr wisst, Türkis ist auch mit meiner Lieblingsfarbe. Das sieht man übrigens auf meinen Nägeln gerade auch nicht. Aber ich hatte mir da so ein Bild rausgesucht. Meine Nageldesignerin hat das gemacht. Und ja, bin ich ihr wahnsinnig dankbar, muss ich sagen. Sie hat sich auch wahnsinnig viel Mühe gegeben mit meinen Nägeln. Ich muss mich gerade ein bisschen ablenken, weil sonst weine ich nämlich. Und das ist wirklich alles so, so liebevoll verpackt. Wahrscheinlich, wenn das Video zu Ende ist und ich gucke mir alle Sachen an, dann denke ich so, scheiße. Also, um Gottes Willen, ich möchte nicht mehr. Nein. Ach du heiliger Scheiß. Ach du Gott. Das hast du nie gemacht. Vielleicht schaffe ich es gerade bis zum Ende des Videos, dass ich erst am Ende des Videos weine, weil das ist wirklich irre. Das ist irre. Ich weiß gerade, wie es freundlich ausdrücken soll. Wir haben hier einen Stempel. Das sind die kleinen Stinktiere. Die sind zuckersüß. Und als wenn das noch nicht reichen würde, sind die mit drin. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Außer danke. Es ist wirklich. Ich bin wirklich gerührt. Das bin ich nicht oft. Jemand, der sich so viel Gedanken um jemand anders macht, nur weil der andere wegen der Hochzeit sich nicht so viele Bastelsachen kaufen kann. Und nein, ich habe weder gejammert noch irgendwas anderes. Ich habe ja auch in meinen Videos nie was gesagt. Das habt ihr ja, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Ja, warum auch? Es ist ja vergänglich. Die Hochzeit ist ja irgendwann und dann kaufe ich wieder normal mit ein. So. Und wie gesagt, ich habe weder gejammert noch irgendwas anderes. Zumindest habe ich es nicht empfunden als Jammern, nein.
Ich habe nur vielleicht gesagt, irgendwann, das hätte ich gerne. Aber ich habe nie gesagt, ey, kannst du ne? Oder so. Nee, ich habe nichts gesagt. Also, jeder geht, ich bin da auch nicht irgendwie neidisch oder so, sondern ich denke mir so, ja, dann mach doch, ja, ich kaufe mir das später nach. Das ist für mich auch nicht schlimm. Man findet sich ja irgendwann noch damit ab. Das ist überhaupt nicht, wie gesagt, für mich ist das nicht tragisch, aber ich find das so krass, ey. So rieche ich. Schnupper am Papier. Das riecht aber gut. Also das Paket hat auch schon danach gerochen, tatsächlich. Also, hast du mir ein Parfüm gekauft? Das wäre eine witzige Idee, weil ich hatte ihr ja schon mal Wein geschickt und Bier, glaube ich. Da wo ich arbeite. Ach, okay, da wäre ich jetzt aber nicht drauf gekommen, dass es so eins ist. Ich mag die Marke nämlich auch. Warte mal ganz kurz. Das ist wirklich krass. Ich kann schon nicht mehr abschneiden. Bin hier total perplex, ehrlich gesagt. Ich krieg das aber so nicht auf heute. So leid mir das jetzt hier tut. Ich krieg das nicht auf. Tut mir echt leid. Das kenne ich sogar nicht. Okay. Ich kaufe von Max immer eher so, ich glaube, das Blaue oder das Rosa. Ne? Es gibt da so viele verschiedene Sorten von Max. Ne? Und die, das ist echt schön. Und Max kostet auch Geld. Also. Ich habe so Angst. Nicht vergessen. Nicht vergessen. Nicht vergessen. Oh je, nicht vergessen. Was haben wir denn nicht vergessen, worüber wir geredet haben? Wahrscheinlich haben wir wieder über irgendwas geredet und ich habe es wieder vergessen. Vor allen Dingen sagt das jemand. Ja, Schwanger, ich sage nur Stilldemenz, ne? Ich habe Alzheimer im Anfangsstadion. Und ja, du hast was anderes. Dein Glückstein. Ich finde ja das ist doch der. Der. Ich will mich jetzt nicht blamieren. Otifant oder so? Ja! Ja, von der wusste ich glaube, auch, was heißt Wissen? Ich habe sie mir einfach nicht gekauft, weil ich gedacht habe, oh je. Weil ich es bei ihr schon gesagt hatte, dass ich mir die kaufen möchte. Und ich habe mir die dann aber nicht gekauft. Und die fehlt mir noch. Oh, geil! Oh Gott, aber ich. Ach nee, Leute. Schwierig. Ich komme gleich wieder. So, ich habe mich jetzt kurzzeitig wieder beruhigt. Also, ne, wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Ich freue mich wahnsinnig. Es ist aber auch Wahnsinn. Also, irgendwie. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sehe das, ich sterbe. Oh Gott. Ihr wisst ja gerade, was ich im Hinterkopf habe. Eigentlich kann ich das gar nicht annehmen, weil das ist so viel und jeder weiß, was das kostet. Du weißt es. Ja, ja. Ich hatte mir was gewünscht. Ich hatte mir was gewünscht. Wenn ihr die Länge seht, wisst ihr, was ich mir gewünscht habe, ne? Weil ich habe nur kleine gehabt und ich wollte ein großes. Ja. Ich bin trotzdem total perplex. Wahrscheinlich merkt ihr das auch, wenn ich immer ruhiger werde. Weil das. Ich muss ja dazu sagen, ich habe hier auch ein bisschen was trotzdem gekauft, weil ich ihr ja trotzdem unbedingt was zurückgeben möchte. Wie gesagt, das kommt an das hier wahrscheinlich nicht ran. Aber ich habe mich bemüht. Und ehrlich, auf das wartet sie noch, weil ich will ja noch was dazu basteln und ich habe es ja nicht geschafft. Wahrscheinlich flucht sie jetzt, weil ich gesagt habe, ich habe es immer noch nicht geschafft. Das ist doch zum Kotzen. Ja. Ich bin aber immer so langsam am Basteln. Oh. Wartet, wartet. Ich zeige es. Oh, das sind die. Ja. Also, das sind die kleinen Bisottet-Knutschis. Und das ist aber ein anderes Set. Das Set habe ich auch, das Set habe ich nicht. Das ist ja geil. Irgendwie sieht das auch Huhn aus wie ein Ei.
Ehrlich gesagt. Weißt du, weiß es mit. Das ist eigentlich ein Hahn, glaube ich. Das sieht aus wie ein Ei. Ja, total schön. Freut mich sehr. Ich muss ja sagen, ich habe auch zwei gekauft, Rohlinge. Ich habe das aber noch nicht gemacht. Ich wage mich da auch noch ran. Cool. Danke. Ich wollte eins haben. Ja, ich habe eins bekommen. Mein Favorit. Rock'n'Roll, Baby. Oh je. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Es ist vermutlich auch mein Favorit. Weil ich ja so überhaupt so Musikstempel liebe. Ich glaube, das ist einer. Nein, ich habe es nicht schwer. Aber mir fällt es schwer. Also ich freue mich wahnsinnig. Aber man hört es wahrscheinlich nicht, weil ich so perplex bin und so erstaunt, dass das jemand für jemand anders macht, überhaupt in der heutigen Zeit. Und eigentlich ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Also ich erbringe zwar eine, weil ich gesagt habe, ich möchte dir unbedingt was zurückschicken. Aber sie hat gesagt, es ist eine Ü-Post. Normalerweise, ihr wisst, was Ü-Post heißt. Deswegen bin ich so perplex also es ist so eine seltsame Mischung aus Freude und schlechtem Gewissen und irgendwie allem. Und ich kann das gar nicht einordnen. Meine Gefühlswelt ist gerade ein bisschen irritiert. Ja. Also zu mir hat sie gesagt, sie hat sie aus Versehen doppelt gekauft. Ich hätte sie ihr auch abgekauft. Das habe ich auch gesagt. Übrigens, ja. Habe ich gesagt. Und sie meinte dann, nee, ich habe die. Die brauchst du dir nicht bestellen. Ich habe die, ich schicke dir die mit. So, dann wisst ihr Bescheid, wie das gelaufen ist. Aber ich freue mich wahnsinnig, dass ich die habe. Weil die sind nämlich wunderschön. Auch hier mit den Schallplatten und dem Plattenspieler. Und ich denke immer an meinen Vater, wenn ich das denke. Wenn ich das sehe. Plattenspieler, Schallplatten, alles, was mit so Walkman und so zu tun hat. Das ist, ja, und da hat MFT so eine Reihe gemacht und ich finde es. Das ist wahnsinnig schön, wirklich. Und du bist irre. So, ich kann es nur immer wieder sagen. Ich hatte früher mal jemanden in Deutschland, den ich immer was geschickt habe. Und da hatte ich auch ja, einen Namen weg im Video. Auf jeden Fall, die hat immer gesagt, du bist verrückt. Ja, das stimmt. Ja, aber sie hat sich gefreut und das wusste ich. Das gehört natürlich dazu. Oh je, oh je. Bitte nicht. Ich krieg Zustände. Ihr wisst ja gar nicht, was ich jetzt gerade schon in meinem Bauch spüre. Es ist wirklich. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, da geht mir das Herz auf. Dass es noch solche Menschen gibt, die wirklich ja, anderen was Gutes tun. Und wie gesagt, na, so mit Anlass behaftet, muss ich ja sagen, sie hat ja von mir Geburtstagspost bekommen. Sie bekommt ja jetzt noch von mir eine Post, das ist ja Weihnachten und ich mache dann, heiraten tut sie nicht, das wäre eigentlich auch keine schlechte Idee. Aber ja, ich lasse mir dann auf jeden Fall noch was einfallen. Aber ich habe auch gesagt, dass meine Zeit erst wieder ruhiger werden muss, damit ich das machen kann. Ich habe jetzt gerade echt gedacht. Und nein, verstehe das nicht falsch. Ich habe jetzt gerade echt gedacht, nicht, dass sie mir dazu die Stanzen geschickt hat. Ich habe jetzt gerade wirklich gedacht, Gott sei Dank, es ist ein Stencil. Gott sei Dank, es ist ein Stencil. Keine Outline-Stanzen. Habe ich jetzt gerade gedacht. Ich weiß, wie komisch sich das jetzt für euch anhören wird. Aber ich habe echt Angst gehabt, dass ich dir das. Oh, ich habe Angst. Ach du Gott. Nummer 9. Für die Seele. Also, ne, ich bin sprachlos. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Also, das hättest du nicht machen müssen. Ich freue mich wahnsinnig. Deswegen bin ich auch so ruhig. Weil ich immer noch, ja, so zwischen Tränen und Freude. Das ist immer alles. Ist ein bisschen schwierig jetzt gerade. Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht.
Weil ich wollte jetzt auch nicht das ganze Video kreischen, aber eigentlich könnte ich bei jedem, was ich aufmache, einfach nur schreien: Yay, geil! Also, so, das ist schon so, doch, mein Nerv getroffen. Ich habe das alles auch noch, ne? Und das ist wahrscheinlich bei mir auch jetzt nicht schwer, weil ich mir ja eh nicht alles gekauft habe. Aber es ist wirklich so, mein Nerv, doch. Das ist wirklich sehr schön. An dieser Stelle danke ich auch meinen zwei Männern, die mir das ermöglichen, hier am Nachmittag zu sitzen und zu filmen. Weil ich alle woanders hingeschickt habe. Aber die habe ich jetzt mal gesehen. Aber die ist schön. Ja, hauchzarte Herzen. Auf die bin ich gespannt, die kenne ich nämlich nicht. Also du hast hier. Aber dann mache ich das ja kaputt, wenn ich das aufmache. Das kann ich glaube, nie essen. Das ist auf jeden Fall mit Schimmerpowder gemacht. Das finde ich eine coole Idee. Den Stencil habe ich nicht. Und nein, das ist keine Aufforderung. Das finde ich aber schön. Mit dem Gold und dem Käfer. Doch, gefällt mir gut. Das sind übrigens die hauchzarten Herzen. Sehr, sehr schön. Ja, jetzt kann ich das hier drauflegen. Gott sei Dank. So, schau mal. So. Sehr cool. Das machen wir jetzt hier rein. Aufräumen hier. Das sieht ja aus. So, ihr Lieben, wir haben jetzt noch. Wir ziehen das jetzt aber durch. Ich mache jetzt hier keine Pause. Wir haben jetzt noch drei. Ne, vier. Vierer liegen hier. Ich kann nicht mehr zählen. Sorry fürs Einpacken. Papier ist so starr gewesen. Wenn man sich das mal richtig überlegt. ich packe meine Sachen oben manchmal ein, als wäre eine Autotour gefahren. Damit man auch weiß, dass es von mir kommt. Ja. Nein, das ist kein Problem. Aber du hast echt cooles Papier genommen. Ist das eigentlich Designpapier oder was hast du da gemacht? Das hätte mich jetzt schon mal interessiert, ob das Designpapier gewesen ist. Weil wenn das so starr ist, das wiegt auf jeden Fall. Das ist normales Geschenkpapier. Ach so, nee. Es gibt es sicherlich auch. Das einmal herausziehen. Die oder in die Richtung. Okay. Ja! Coole Sache. Ich habe einen kleinen Tod. Oh, schön. Mario, ihr wisst es, ne? Ihr wisst es. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja schon einen von ihr. Das ist der Luigi. Wenn ich ihn jetzt abbekomme, zeige ich ihn euch auch. Ich habe schon einen. So, das ist er. Und jetzt habe ich zwei. Tod, ich liebe Tod. Ich liebe auch Luigi, also ich könnte mich auch nicht entscheiden, wer besser ist. Also Yoshi, Tod, Luigi. Ich kann es euch nicht sagen, welchen ich cooler finde, aber ja, ich glaube, der Pilz ist immer noch der Beste. Und dann kommt der Luigi und dann kommt der Yoshi. Ich finde das auch cool, dass die alle verschiedene Farben haben. Ich habe immer noch Angst. Wo waren wir denn jetzt? Bei der 10? Dann sind wir jetzt bei der 11. Und das ist wieder so was Großes. Ich mag nicht mehr. Leute, ich habe mich noch nie so gefreut wie heute. Also, you made my day auf jeden Fall. Das hast mir heute den Tag auf jeden Fall sehr erhellt, muss ich sagen. Und wie gesagt, absolut nichts Selbstverständliches. Und nee, ich weiß, ich habe komisch reagiert stellenweise. Aber ich kann mit sowas, ich kann mit so viel, was ich geschenkt bekomme, einfach nicht umgehen. Ich kann euch das nicht mal erklären. Um Gottes Willen. Nee, was hast du denn jetzt hier wieder gemacht? Oh nee. Hast du wirklich Angst, ihr Paket zu öffnen? Und falls diejenige, die früher zu mir immer im Video gesagt hat, ich bin verrückt, ich kann mittlerweile nachvollziehen, also gerade eben zumindest, wie du dich da immer gefühlt hast. Ich habe dieses Gefühl auch. Aber ich habe halt immer so dieses Gefühl, okay, ich muss dir da was so unbedingt. Also ich möchte, nicht ich muss, ich möchte dir dafür was zurückgeben. Weil, ja, das ist für mich dann auch Wertschätzung. Ich nehme dann nicht nur, sondern ich möchte auch geben. Das ist für mich Wertschätzung. Und die mache ich auch gerade, weil sonst würde mein Video nicht so lang sein. Und sonst hätte ich mir dafür jetzt nicht so viel Zeit genommen. Tatsächlich. Also, ich sehe da schon zu. Ich krieg's nicht auf. Ja.
Ich werde es euch nochmal am Auto. Oh, wie geil! Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist ja cool. Oh. Aber das ist doch für den Lucky, oder? Das ist doch. Da teile ich mit dem Lucky. Das ist der Feuer-Mario mit der Feuerblume. Wie cool. Also, das kann ich mir natürlich auch hinstellen. Aber ich glaube, der Lucky hat darauf. Der hat da bestimmt auch sehr, sehr viel Spaß damit. Das finde ich cool. Also, ne, ich weiß. Aber. Schön. Ich mag das. Oh, und meine Mario-Sucht oder Liebe. Ne, das ist wie gesagt auch noch die Nummer 12, hat nur ein Smiley. Brauche ich nichts vorlesen, meine ich damit. An meine Mario-Liebe hat sie wirklich auch gedacht. Ich weiß nicht, ob es da jemanden gibt, der da Mario mehr liebt wie ich, aber ja. Ich mag's. Das hat gesagt, ich lieb's. Die Sachen riechen alle so gut. Ich weiß gar nicht, was du gemacht hast. Hast du das Paket mit Parfüm eingesprüht oder wie? Meinst du, ich kriege das hier noch auf heute? Das wird dann noch was. Oh, wie cool. Das ist, was ist denn das? Ein Bilderrahmen? Du hast dich gebastelt. Du hast doch gebastelt. Das ist ein Bilderrahmen. Da ist der Mario und das Schloss drauf. Und das kann ich mir hinstellen. Kann ich mir unten hängen. Oder ich mache mir einen Magneten dran, in etwas stärkeren, und hänge mir das an den Kühlschrank. Das kann ich auch machen. Das ist ja cool. Wie das kleine Bild in den Mini-Bilderrahmen gequetscht hat. Cool. Also wie gesagt, entweder oder. Hinstellen, hinhängen oder Kühlschrankmagnet. Weil das ist handlich, das würde gehen. Doch, das ist eine gute Idee. Hier steht Nummer 13. Ich habe hier noch so ein Ding. Oh. Oh, warte mal. Sehr schön. Also, ich habe hier, ich mache das auch auf. Ich möchte das auch benutzen. Ne? Kann ich das auch aufmachen. Ich habe hier. Das ist Golden Era von Nuvo. Ich liebe die Paste. Goldpaste darf mir nicht ausgehen. Denn ich habe sie schon. Aber meine ist angefangen. Und ich brauche das immer. Spätestens zu Weihnachten brauche ich viel Goldpaste. Das ist richtig cool. Sehr, sehr schön. Ich will nur sagen, ich bin jetzt Gott sei Dank am Ende angelangt. Aber ich glaube, euch langt es jetzt auch. Meine Stimme zu hören. Also, ne, Elena, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, mich zu bedanken, weil, wie gesagt, das hätte eigentlich schon gereicht. Es hätte auch das gereicht, nur das selber gemacht. Es hätte einfach eins von den vielen Sachen hätte schon gereicht. Und, ja, dass du ein bisschen irre bist, habe ich dir ja schon gesagt. Das habe ich dir aber schon gesagt, als ich noch nicht mal wusste, dass das Paket so groß ist. Also ich wusste das nicht. Habe ich auch gesagt, als ich es aufgemacht habe. Da wusste ich noch gar nicht, was drin ist. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich wahnsinnig. Ich weiß gar nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Es ist viel zu viel. Aber wie gesagt, ich freue mich. Ich werde auf jeden Fall alles in Ehren halten. Und ich werde auch alles benutzen. Also unbedingt. Da kribbelt es mir schon wieder in den Fingern, ne? Ich glaube, das würde uns allen so gehen. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank. Also ne, kriegst du auf jeden Fall ein großes Herz von mir. Und ja, euch anderen, danke für eure Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.